Joho, Sims 4-Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Sims 4. Wir sind heute wieder bei unserer luxuriösen WG, denn ich hatte ja auch im letzten Part eine Aufgabe für euch, und zwar ein Zimmer für Sio gestalten. Allerdings schauen wir gerade erstmal Chloe dabei zu, wie sie nicht in der Lage ist, sich zu entscheiden, ob sie stehend mit Tina reden will oder sitzend. Das ist halt schwierig für mich, das zu entscheiden, weil auf der einen Seite habe ich Muskelkater vom Sport, auf der anderen Seite, ja, du und deine Ausreden immer. Der Stuhl ist so bequem. Ich freue mich so, dass ich jetzt auf deinem Bürostuhl sitzen kann für meine Arbeit. Und so, also wenn ich mal arbeite. Ja, wenn du mal arbeitest, brauchen wir ja nicht unbedingt und so. Tja, die beiden müssen ihre Beziehung auch mal definieren, was das angeht. Also, was heißt müssen definieren? Man muss sowas ja nicht unbedingt definieren. Darum geht es mir gar nicht. Sondern, warum ist ja alles so unscharf? Was soll das? Warum ist das so unscharf? Hör auf damit. Lass das. Okay, ich kann... Das ist nicht... Es bleibt... Es ist unscharf. Was ist denn... Moment. Ah, da ist die Unschärfe weg. Hab nur ein bisschen Mist gebaut. Ey, ich wollte über was reden. Und zwar Chloe und Tina und ihre Beziehung. Dieses ewige... Ich bin ein ewiger Vampir. Aha, Chloe versucht sich ständig selbst zu finden. Das wird bestimmt auch nochmal problematisch. Mal gucken, ob das ein bisschen Karambolage gibt, wenn die beiden hier zusammen eng auf Engel hier in diesen vier Wänden sind das? Kann man das noch vier Wände nennen? diesen vier Wänden leben. Und sich ja auch alles hier mit unserer Sio teilen müssen, die mal zu ihrem neuen Zimmer gehen kann. Und ob Luca auch auf ewig seine große, luxuriöse Wohnung mit allen teilen will? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ob der sich mal hier festlegen wird, weiß man auch nicht. Der flirtet ja gerne mit alles und jedem, aber legt sich da auch nie fest. Ich schätze mal, irgendwann werden unsere Sim hier auch etwas erwachsen werden müssen. Auch wenn Tina sich ja vom Erwachsenwerden ein wenig gedrückt hat. Könnte man ja sagen. So als Vampir. Und was ist mit Chloe? Will die auch ein Vampir werden? Das ist auch so eine Frage, ne? Ewiges Leben, die eine ja, die andere nein. Da sollten sie mal mit Akito drüber reden. Denn der hat ja quasi das gleiche Problem dann mit seinem Rohan. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte dieses Zimmer, das ihr gestalten und einrichten durftet, für Sio platzieren. Ich weiß nicht, wie viele Zimmer wir haben werden. Ich schaue mal gleich nach. Und naja, da wird sicherlich das mit der Auswahl... Oh Gott, das wird schwierig. Ach du Schreck. Ich habe ja gesagt, es wird schwierig. Ich gehe mal hier nur auf rein Zimmer, weil das ist das Einzige, was ich platzieren kann. Ich kann leider nur Zimmer platzieren, keine Haushalte. Oh, das wird schwierig. Oh, ich wusste es. Das wird keine leichte Entscheidung, das wird schwierig. Grobe Übersicht. Zu ordentlich, zu verspielt, zu designt. Wunderbar lieblich, gefällt mir schon sehr gut. Sehr lebendig, aber von den Farbtönen. Paar Sachen hiervon sind ein bisschen zu verspielt für unsere Sio, ein paar zu trist. Das hier gefällt mir sehr gut. Das sieht schon mal echt schön aus. Würde auch zu ihr passen. Ich sehe auch hier sehr viel Potenzial. Gerade die Verspieltheit. Sio ist eine Frohnatur, doch eigentlich sehr abgekapselt von den düsteren Ereignissen ihrer Familie. Und ist ja auch sehr tapfer. Und genauso tapfer sollte auch die Gestaltung ihrer Wohnung sein. Das gefällt mir sehr gut. Könnte ihr ein Problem geben wegen den Fenstern? Ist halt schwierig. Ich konnte bei den Zimmern ja die Fenster nicht hinzufügen. Hätte ich mal machen sollen, manuell. Ich werde einfach mal die Zimmer, die mir sehr gut gefallen, platzieren. Und wir gucken uns das Ganze an. Und mit dem hier fange ich jetzt mal an. Tja, was soll ich sagen? Das gefällt mir ausgesprochen gut. Ja, wir müssten hier ein paar Sachen verschieben, da das Ganze nicht zu den großen Fenstern passt. Aber gerade die Ecke hier, die gefällt mir sehr gut. Das würde gut zu Sio passen. Die Farben nicht ganz. Ich sehe es bei Sio tatsächlich entweder viel schwarz mit krassen Tönen. Aber das so von den Farbtönen, das fühle ich noch nicht ganz. Aber Kunst, das könnte ich mir bei Sio echt vorstellen. Das ist voll schön mit den ganzen Gemälden. Ist Sio wirklich eine Malerin? Oder ist vielleicht mehr eine Musikerin? Ich schaue mir nochmal ein anderes Zimmer an. Ich muss gestehen, dass ich dieses Zimmer hier auch ganz hinreißend finde. Und es passt auch wiederum zu diesem jugendlichen Touch, den Sio einfach mit sich bringt. Da sie ja nun mal im Körper eines Teenagers feststeckt aktuell. Ich weiß, bei Sims 4 können auch Teenager-Vampire altern, aber das passt nicht in unsere Storyline, deswegen Hust. Und das passt sehr gut zu unserer verspielten, sehr lebendigen Sio. Wow, mit dem großen Tisch. Das ist ja sehr geil mit den Spiegeln hier. Und der, ist das eine riesengroße Schnecke? Eine lebendige blaue Schnecke in einem Aquarium?
Das ist ja wunderschön, die Summe aller Vögel. Wow, was für wunderschöne Details. Das ist richtig detailverliebt und verspielt und passt unglaublich gut zu Sio. Hier sehe ich Schwarz, passend zu ihr, passend mit diesen knalligen Tönen kombiniert. Gefällt mir wahnsinnig gut. Auch Poppy hier als Figur und also an alles wurde gedacht. Es ist echt eine Mini-Wohnung in den paar Quadratmetern. Richtig süß. Richtig schön gemacht mit so vielen Details. Das ist ja schöner, als ich einrichte. Ihr seid so kreativ, Leute. Ihr seid so ein Haufen kreativer Leute. Jetzt gucke ich mir noch mal ein drittes Zimmer an, denn ich möchte ja nicht gleich alles. Ne, wir haben ja Zeit. Oh mein Gott, die sehen alle so gut aus. Ich kann mich überhaupt nicht entscheiden. Guckt euch an. Stylisch und großartig eingerichtet. Sowohl feminine als auch erwachsene Gestaltungen. Das ist halt auch richtig cool nochmal. Wobei die Tür da versetzt worden ist. Das geht halt, glaube ich. Ja, das ginge. Da ginge es. Ne? Die Tür an der Stelle kann man sie ja versetzen in den Räumlichkeiten. Auch die etwas schlichteren Designs wie das hier gefällt mir ausgesprochen gut. Toll. Wie soll ich mich denn jetzt bitte entscheiden? Das hier würde wunderbar in die Großstadt passen. Auch alleine mit dem Bild dort im Hintergrund. Das ist ja auch super süß. Wieder, wenn sie mehr in die malerischen Gefilde eintauchen möchte. Hätte jemand an die großen Fenster gedacht. Oh! Jess, was machst du nur? Guckt euch dieses Zimmer an. Das atmet halt schon ganz viel Sio-Style. Wow, guckt euch das. Oh Mann, jetzt toll, jetzt können wir nicht entscheiden. Guckt euch diese Details an. Auch hier, alles da. Möglichkeiten des Föhnens, des Make-ups, Klamotten hinstellen, hinhängen, die Schuhe, ein Basketball. Wir haben hier ein Bücherregal, wir haben hier Kleidung und noch mehr Schuhe. Sio könnte ein ganz schönes Modepüppchen sein. Und dann der sehr, ja, indisch-asiatische Stil hier. Richtig klasse, richtig schick. Und ganz im Detail. Oh, das ist halt auch wunderbar. Das würde halt auch zu unserer gelben Sio passen, die ja die Töne gelb sehr mag. Oh, sieht das klasse aus. Na toll, wie soll ich mich denn entscheiden? Ah! Ich habe mich jetzt für das Zimmer von Puppy 987 entschieden. Das passt einfach perfekt zu Sio. Nach langem Überlegen. Aber was soll ich sagen? Das nimmt mich halt persönlich so in Besitz, dass ich das Gefühl habe, ja, ich kenne die Person, die da wohnt. Das gefällt mir unglaublich gut. Und damit ist es entschieden, Sio, dein neues Zimmer. Geh hier hinein. Guck es. Okay, ja, die Tür ist abgeschlossen. Aufschließen, schließen, Tür abschließen für jeden aus. Sio, liebe Shewan. Es gibt so viele Aussprachen dieses Namens. Ihr habt so unterschiedliche Sachen in die Kommentare geschrieben. Und ich habe auch drei verschiedene YouTube-Videos gefunden mit drei verschiedenen Arten, diesen Namen auszusprechen. Deutsch ist eine schwierige Sprache, sodass ich jetzt ein bisschen überfordert bin. Das passt zu ihr. Und wir haben eine Schnecke. Guckt euch die Schnecke an. Können wir die angucken? Nee, aber die ist ja cool. Guckt euch diese Schnecke an. Ist das cool? So eine große Riesenschnecke, die einfach da nur trinken kann und vier Augen hat. Und ist das eine außerirdische Alien-Schnecke? Das macht mir ein bisschen Angst. Das ist so mit viel Liebe zum Detail. Ich bin begeistert. Das ist ja eine tolle Kombination. Ich bin begeistert. Großes Kino. Wirklich wundervoll eingerichtet. Was liegt denn hier schon wieder rum? Sio hat jetzt ein Zuhause und wir können das hier tatsächlich dann auch mal wieder aufschließen und Tür abschließen für jeden außer Luca. Dann ist das ab sofort wieder nur Lukas Zimmer. Das ist ja in Ordnung. Dann können nämlich all die Sachen, die sind ja auch übrigens unten platziert, ja, darunter wandern. Wobei ich nicht weiß, ob das unten ist. Ist das kleine Knuddelpupsi unten? Passt das hier noch auf den Tisch? Ja, dann ist auch ihr Einhorn da. Das ist auch wunderbar. Vielmehr ihr Lama ist, glaube ich, ja so eine Lama-Spardose. Das waren ja ihre Klamotten. Die hatte ich ja hier quasi ergänzend mit reingebracht. Dann hat Luca nämlich wieder seine eigenen vier Wände. Weiß nicht, ob ihm das so zusagt. Er hat ja ein bisschen rumgeflirtet mit Sio. Also ich sehe eher so, dass es für ihn so nur so ein bisschen Anflirten war und für Sio vielleicht auch. Die beiden kann ich mir nicht vorstellen zusammen. Ich weiß es nicht, das ist schwierig zu sagen. Beförderungssorge. Wie geht es denn eigentlich deinen schulischen Leistungen? Du hast noch 8 Stunden bis zum Unterricht. Das ist als Vampir gar nicht so einfach. Da sollten wir vielleicht nochmal Tina bequatschen. Tina, sei so gut. Bequatsch doch mal Sio, was ihre Zukunft als Erwachsener,
Vampir in Anführungsstrichen angeht. Vielleicht kann man da ja was machen. Denn das wäre ja schon schön, wenn unsere Sio zu den Erwachsenen gehören würde. Vampirwissen teilen. Dann tauscht euch mal ein bisschen aus. Hey Sio, schön, dass du jetzt dein eigenes Zimmer hast. Und pass auf, zu dem Thema Vampir sein. Und naja, Vampir und Teenager sein und so. Verstehst du? Könntest... Ey, brauche ich da Geld für? Sie redet immer an... Ich habe das Gefühl, Sio redet immer anderen Leuten voll in Satz rein. Jetzt hör mir doch mal richtig zu. Mit den entsprechenden Mitteln können wir dich altern lassen. Da musst du nur was trinken. Schmeckt ein bisschen wie Kaffee. Kannst auch einen Kuchen haben, wenn du willst. Ey, wie so ein richtiger Geburtstagskuchen? Ja, warte, voll krass, Mann. Ey, du kannst dir das in die Wege leiten, weil echt voll krass. Keinen Bock mehr auf die Schule. Ja, das mache ich für dich. Natürlich, alles klar. Okay, das ist perfekt. Sie hat ja auch gesagt, man kann Vampirismus heilen. Das hatte sie ja aber gestern auch schon gesagt. Ich wäre jetzt schwer dafür, dass wir einen Kuchen machen. Wo kochst du eigentlich? Hast du eigentlich, hättest du nicht daran weiterkochen können? Wieso kochen denn hier eigentlich alle an den unterschiedlichsten Orten? Kochen. Dann machen wir mal einen Geburtstagskuchen. Und zwar die weiße Torte. Was jetzt nicht um... Hast du dir Sandwiches gemacht? Boah, sehen die lecker aus. Die weiße Torte... Versetzt mit ein bisschen anderem... Huch, hallo Wand. Versetzt mit ein wenig anderen Mitteln und Stoffen, sodass sie unsere Sio in die Lage versetzen, zu altern. Ja, ich weiß, es ist im Spiel nur eine ganz normale Geburtstagstorte, aber ich finde, es wird Zeit, dass wir mit ihr Geburtstag feiern. Und wie lange arbeitet Luca eigentlich noch? Bis 4 Uhr morgens. Der kann ja froh sein, dass er in so einem Vampirhaushalt lebt und hier anscheinend niemand schlafen muss. Also hier muss ja auch niemand schlafen. Sie ist ja ein Vampir und so, weiß Bescheid, aber trotzdem. Eieieiei. Warum liegt hier so Zeug rum? Kann ich das dann wenigstens wegschmeißen? Ich kann es halt nicht mal wegschmeißen. Du, was machst denn du da? Ach, ich mache für sie nur eine besondere Geburtstagstorte zum Altern und so. Gott. Nicht altern können, nicht zunehmen können, nicht abnehmen können. Könnten Vampire abnehmen? Eigentlich ein bisschen schwierig. Wahrscheinlich können sie aber auch ihre Knochen stählen und das Fett schmelzen lassen. Aber können sie wieder zunehmen? Das ist die Frage. Vielleicht sehen ja deswegen auch so viele Vampire so alt und so knochig aus. Da sie nicht mehr in der Lage sind... da sie nicht mehr in der Lage sind, zuzunehmen. Das könnte man dem ruhig zutrauen. Dann machen wir jetzt Geburtstagskerzen hier hinzu. Zack. Und dann, Mädels... Tja, eine Geburtstagsfeier schmeißen? Glaubt ihr, es kommt um 1.36 Uhr jemand zum Geburtstag? Zu einem gruseligen Ritual? Ich weiß nicht. Können wir sagen, dass die Versammlung hier sein soll? Und dass wir hier den Geburtstag feiern? Die Gruppenmitglieder wurden benachrichtigt. Ich werde mich dafür, dass wir das hier eventuell feiern könnten, ne? Ich meine, Klo ist ja sowieso da. Kommen denn die anderen Vampire auch tatsächlich? Cool, sogar Akito kommt. Ja, mitten in der Nacht. Kein Problem für mich. Was denn das für ein komischer Schatten da vor mir? Ob das der Schatten eines gruseligen Zombies? Ich weiß auch nicht. Zusammensitzen, Leute. Einfach zusammensitzen. Ich weiß, ich muss euch das jetzt mehrfach anklicken, damit auch wirklich alle angetanzt kommen. Mit Melissa haben wir auch noch überhaupt keine Bindung aufgebaut. Es ist einfach so, hey, ich bin ein zuckerweiter Vampir und ich bin halt einfach da. La, 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 la. Die brauchen noch ein bisschen mehr Persönlichkeit. Ach, mitten in der Nacht, Leute. Was soll denn das? Akito trägt wieder seine Trauer vorne raus. Es wird jetzt gefeiert. Kerzen auspusten. Okay, Leute, es kommt mein großer Tag. Das wird was Besonderes. Kerzen auspusten, altern und so. Yeah. Alles Gute zum Geburtstag. Oder so. Das sind spezielle Vampirtröten. Uhu. Sio ist älter geworden. Junge Erwachsene sein, lebenslange Verantwortung, sich steigernde Karriere und weitere Horizonte warten. Dann kann sie auch arbeiten. Cool. Tja, ich würde behaupten, dass sie, auch wenn sie ein hitzköpfiges Temperament hat durch ihre Selbstsicherheit, also nicht dieses hitzköpfige, sondern selbstsicher, ich bin Sio, ich bin cool. Ich glaube, sie ist fröhlich. Ich glaube, ihre Freundschaft, ihre Insiderfähigkeiten, all das zusammen macht sie fröhlich. Charlotte hat Sio ein Geschenk geschickt. Unsere Familie schickt uns Geschenke, ob die uns manipulieren wollen. Hey, cool, Leute. Ich bin jetzt erwachsen. Ich bin jetzt ein bisschen größer. Ich fühle mich zwar gar nicht so anders, aber hey, yeah. Älter und weiser.
gratulieren uns jetzt alle. Ja, Mann! Ey, Gratulation! Ey, ja, danke! Voll cool! Müsst jetzt irgendwelche coolen Sachen machen, Leute. Müsst jetzt feiern gehen. Jetzt bin ich ja nicht volljährig. Jetzt kann ich richtig knallen und Party und hast du nicht gesehen und überhaupt. Und alle. Guck mal, Akito und sie lernen sich jetzt ja auch kennen. Erstmal Hände schütteln. Okay, der Geburtstag war schon mal sehr erfolgreich. Das ist doch sehr schön. Und unsere Sio passt jetzt in diesen sehr erwachsenen Haushalt hinein. Finde ich gut. Jetzt könnte sie natürlich auch eventuell... Naja, alle gratulieren, wie schön. Und überhaupt alle reichen sich die Hände. Sie könnte natürlich jetzt mit Luca mehr anbandeln, aber seht ihr das? Seht ihr das? Ich sehe das nicht. Ich glaube, sie sollte sich auch erstmal auf was ganz anderes konzentrieren. Weiterbildung, durchaus auch vielleicht die Schule. Wieso macht eigentlich niemand was, außer sich die Hände zu schütteln? Weiterbildung und ein bisschen mehr raus, fern von dieser Familie, die sie ja doch sehr eingepfercht hat in ihrem Tun und Sein als Vampir. So super Vampir sein zu müssen, das ist halt jetzt nicht mehr. Jetzt kann sie halt machen, was sie will. Jetzt können sie zum Beispiel alle zusammen den Kochkanal gucken. Zusammen den Kanal wechseln, bitte. Können wir bitte zusammen den Kanal wechseln? Vielleicht interessieren sich auch einfach alle sehr für die Kälterei von Wein. Anscheinend interessieren sich alle wirklich sehr für die diese Popo. Interessieren sich alle wahnsinnig für die Kälterei von Wein. Ja, doch. Baguettes und so. Alter, ich vermisse halt das mit dem Verreisen und den anderen Ländern schon sehr aus Sims 3. Aber Sims 3 funktioniert auch mit meinem AMD-Prozessor nicht so gut, habe ich festgestellt. Ist einfach nicht so flüssig. Sieht nicht so schön aus wie das hier zum Beispiel. Und sieht auch nicht so schön aus wie das hier. Endlich quatschen sie mal alle miteinander. Ihr könnt ruhig miteinander reden, Kinders. Tja, Sio, hast du eigentlich schon irgendwelche Talente? Ihr Charisma ist recht hoch. Und sie kann sehr gut Klavier spielen, mixen und tanzen kann sie auch. Sie kann sehr gut Klavier spielen. Das wusste ich gar nicht. Konzert für die Runde geben? Dann mach das doch mal. Gib mal ein Konzert für die Runde. Ja, das möchte ich mir jetzt anhören. Hey, du bist gut im Klavierspielen? Ja, klar, voll krass bin ich da. Vielleicht wäre ja was für meine Band. Wow, der Synthesizer klingt grauenvoll. Ja gut, das muss man sich nicht unbedingt geben. Besonders schön ist es auch nicht. Hör mal auf. Was ist denn Zusammenleben in die Bude bringen? Was heißt das? Das ist cool. Das hat schon viel mehr Style. Ein bisschen Leben in die Bude bringen. Das finde ich gut. Hört sie sich das auch an? Vorführung ansehen? Melissa plaudern? Ja, ich glaube, das gefällt den Leuten tatsächlich. Das finde ich schön. Das gefällt mir. Wenn sie einfach alle wieder nur stoisch gucken und irgendwelche Dinge machen. Könnt ihr bitte alle quatschen und einfach mal ein bisschen snacken und ein bisschen nett zueinander sein? Hier über das Vampir-Dasein grübeln, all solche Sachen. Hey, das war ja ein richtig cooler Move, Tina. Hätte ich dir nicht zugetraut. Sag mal, ist denn jetzt dein Sonnenproblem eigentlich passé? Ja, ich weiß. Ich bin doch jetzt auch ein cooler Vampir. Ich hab ein bisschen trainiert. Wirklich, kein Problem mehr mit der Sonne für mich. Ich schreibe mir auch immer alles brav auf, was er mir erzählt und so. Okay, Sio kann Klavier spielen. Vielleicht sollten wir uns wirklich für die Gruppe von Akito bewerben und ebenfalls mit in die Band. Wer weiß. Luca ist zu Hause, es ist schon 4 Uhr. Ja, was für ein beschissener Arbeitstag. Erstens, ich verpasse die Geburtstag von unserer kleinen Küken-Teenager, Vampir, was auch immer. Alle machen Party ohne mich und dann war das auch noch stressig. Tja, Luca. Ich bin ja nicht begeistert. Nein, überhaupt nicht. Hallo, Leute. Hola. Guten Tag. Ich kann leider kein Italienisch, sonst würde ich helfen. So. Ah, bueno, bueno. Und solche Dinge. Na toll, ich bin in deiner Haufen Vampire und da habe ich wieder nichts zu melden, ne? Also zum Thema Essen und so. Ich hole mir dann mal Kuchen. Dann nimm dir ein Stück, wenn da sowieso sonst keiner den Kuchen essen will, weil es Vampire sind, dann wäre das vielleicht ganz sinnvoll. Sio will mit Tina quatschen. Ich weiß nicht, ob wir mit Luca reden sollten gerade. Ist ja sowieso so ein bisschen grumpy. Hauptsache, ihr seid alle freundlich und nett zueinander und quatscht über alle möglichen Themen. Sag doch mal bitte einfach, ist ein bisschen kennenlernen, ein bisschen nett zueinander sein. Ja, die Balken hier nach oben bringen. Das ist der riesige Fernseher. Ich bin so neidisch.
habe heute gesehen, wie ein Hermes-Lieferant einen gigantischen, riesengroßen Curved-Monitor an meinen Nachbarn ausgeliefert hat. Ich will auch. Aber schleppen wollte ich das nicht. Der sah ganz schön fertig aus mit Nerven. Boah, ich bin jetzt ja auch voll stark, ne? So als krasser Vampir und so Boxen und so, weißt Bescheid? Naja, ich weiß nicht so wirklich. Also denk dran, ne? Wegen Essen und so ist jetzt als Teenager war es noch möglich, aber jetzt als Erwachsene bist du jetzt halt mehr so ein Vampir-Überflieger. Da geht das alles nicht mehr so. Ne? Ja, gibt's da nicht noch mehr Möglichkeiten, um zum Beispiel diese komischen Narben auf meinem Gesicht zu verdecken? Ja, ich weiß nicht. Das könnte man vielleicht auch machen. Tja, sollen wir Sio auch noch mal ein bisschen erwachsener gestalten? Wir hatten sie erst umgestaltet. Ich glaube, sie wird wohl eine Weile mit diesem Aussehen leben müssen. Ich finde, sie sieht jetzt auch sehr erwachsen aus. Das passt sehr gut zu ihr. Gut, die Baustelle wäre schon mal beseitigt. Wir haben ein Geschenk, das per Post zu uns gekommen ist, erhalten. Das haben wir bekommen von unserer kleinen Schwester, aber alle anderen haben noch nichts dazu gesagt. Ihre Schwester ist ja auch eher so ein großer Problemfall. Gott, wir können uns mit so vielen Leuten nicht gut. Mit Morgan. Kindheitsfreunde. Neutrale Beziehung mit einem verbündeten Geschwisterkind, Bekannte, Schwester. Naja, es ist halt mehr ist es halt auch nicht. Auch der böse Leo. Der böse Leo, da kennt man auch nur, das ist auch nur eine Bekanntschaft. Aber mit unserer kleinen Schwester sind wir noch gut. Ob wir versuchen sollten, Charlotte auf unsere Seite zu ziehen? Zu befreien von morgen? Oh mein Gott, das könnte in einem richtigen Krieg enden zwischen den ganzen Parteien. Ah, so viele Möglichkeiten, so viele Handlungsstränge. Das machen wir aber erst das nächste Mal bei Sims 4, bitte. Ich habe ja, wie gesagt, noch ein Special geplant, dass ich etwas nach hinten und verändern musste und überhaupt und schieben und hast du nicht gesehen. Ich hoffe, vielleicht kriege ich es dieses Wochenende fertig. Ich möchte euch nicht unnötig was versprechen. Denn ich wollte das, was im Spiel passiert ist, ohne dass ich es geplant hatte, mit einbeziehen. Ansonsten wären jetzt hier ein paar Dinge awkward. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Die Sims 4. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.